Und wir sind zurück bei Mass Effect 2. Sind im Afterlife und ich wollte auf jeden Fall mal mit Ento reden, weil du hast ein blaues Quadrat auf der Brust. Die Musik ist hier ein wenig sehr laut, aber er hat gesagt, ich soll zu Aria gehen. Ach, da ist sie. Hier drüben noch was? Ne, da ist nur noch der Söldneranwerber. Aber im Moment, ja, können wir vielleicht nach Aria noch machen. Das ist nah genug. Ja, bleib mal locker, hey. Stehen Sie still. Was denn? Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauber. Total sauber. Keine Waffen. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Dieser Blick. Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Ja? Leg dich nicht mit Aria an. Ja, kann ich mir merken. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Oh, ich darf mich setzen, glaube ich. Also, was kann ich für sie tun? Erstmal so ein bisschen Smalltalk. Zum Beispiel über dich. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich sie sich erweisen. Muss ja nicht gleich so aufspringen, nur wegen so einer Frage. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Okay, dann erzähl mir doch lieber mal was über Omega, wenn du hier herrschst. Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führung. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ja, Entschuldigung. Eins kennen und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für sie. Das passt jetzt nicht ganz, ne? Die da abweisen und dann auf einmal sind wir im Geschäft. Dann kommen wir jetzt mal zum wichtigen Punkt. Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Ja, was ist denn da los? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Tja, ich will den auch. Ich stelle ein Team zusammen. Er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Was denn genau? Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Das könnte unser Weg zu ihm sein. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Wer ist denn alles hinter ihm her? Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega.
Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Das sind ja fast alle. Aber du hast kein Problem mit ihm? Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Ja, okay, das macht Sinn. Weißt du ein bisschen was über ihn? Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Na gut. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob Sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass Sie ihm helfen wollen. Dann habe ich wohl keine Zeit zu verlieren. Sie haben alle Zeit der Welt. Archangel hingegen weniger. Na gut. Wir müssen uns den Söldnern anschließen mit dem Vorbild. Tagebuch, mal schauen. Dossier Archangel. Mit dem Anwerber in einem Privatraum des Afterlife reden, um bei den Söldnergruppen anzuheuern. Müssen wir also doch dahin. Ich wollte am Anfang ja eigentlich nicht ein Söldner werden, aber das scheint ja dann wohl die Tarnung zu sein, um zu Archangel zu kommen. Was auf Deutsch Erzengel heißt, was ja eigentlich Erzengel Michael. Das war einer von den Guten, ne? Ja. Ich glaube, das ist sogar ein ganz wichtiger. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht rein? Das ist ja nett. Bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Er ist der Nächste. Das bin ich. Ihr drei sieht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Auf jeden Fall. Wir wollen dem Archangel an den Kragen. Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht? Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen Sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören Sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Ein paar Fragen habe ich noch. Übrigens erstaunlich, dass ich manchmal genau die Satzwahl von Shepard auch voraussage. Das ist schon ein paar Mal jetzt passiert. Diesmal war es an den Kragen gehen. Wer greift denn jetzt alles an? Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Wer ist Tarek? Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Blood Pack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Und wie genau wird das jetzt gemacht? Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es ihnen nicht passt, heuern sie nicht an. Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Klar, weil wir zu dritt sind. Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vulture aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Na gut. Und wo genau soll es jetzt stattfinden? Also wir wissen, es ist bei Archangel, aber wo genau ist das? Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Na gut. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den nächsten rein.
Hey, kann ich mich hier verpflichten? Moment mal. Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Sie müssen mehr als das wissen, wenn Sie überleben wollen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie... Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie... Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Jeden Tag eine gute Tat. Hoffe ich mal. So, wir müssen jetzt zum... Oh, 7 Vorbild. Transport. Das könnte hier sein. Das heißt, wir können nochmal den Vordereingang nutzen, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Dann sehen wir vielleicht, ob da noch irgendwas ist. Ja, könnte ja irgendwo was rumliegen. Hier ist noch jemand. Wen starren Sie so an? Ich laufe hier nur vorbei. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein, es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut, ich lasse Sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Was stimmt denn mit meiner Nase nicht? Er ist in dem Licht schlecht zu sehen. Muss ich vielleicht draußen nochmal schauen. Gehen Sie rein. Maria erwartet Sie. Okay, hinten gab es keine Türsteher. Komm schon, lassen Sie mich rein. Na klar. Warte mal, der Name wurde ja gerade nicht erwähnt. Also, ich habe gehört, dass ein Mensch in die Seuchenzone vorgedrungen ist. Und jetzt gibt es dort jede Menge tote Watcher. Wissen Sie etwas darüber? Ah, genau, das war die Watcher hatten den erwähnt, wie ihr ich kenne Gabons Trick. Nicht reden, pipapo. Ich hatte dort eine Mission zu erledigen. Die Watcher standen einfach nur im Weg. Erinnern Sie mich daran, Ihnen niemals im Weg zu stehen. Nun, meine Arbeit ist gerade um einiges leichter geworden. Wieso? Bist du hier irgendwie der Sheriff? Was genau ist Ihre Aufgabe hier? Ich soll die Watcher in Schach halten und dafür sorgen, dass Arya sie nicht zu sehen bekommt. Das war's schon. Für mich gibt's nicht mehr viel zu tun. Aber so wie sich die Watcher vermehren, wird sich das schon bald ändern. Wieso? Es gibt hier ziemlich viele Watcher. Was haben die für einen Plan? Watcher? Plan? Sie sind eine Plage, sonst nichts. Wenn die anfangen würden zu denken, hätten wir alle ein großes Problem. Und du weißt also nicht, warum die hier sind? Was genau ist Ihre Aufgabe hier? Ich soll die Watcher in Schach halten und dafür sorgen, dass Arya sie nicht zu sehen bekommt. Das war's schon. Für mich gibt's nicht mehr viel zu tun. Aber so wie sich die Watcher vermehren, wird okay, sich okay, das okay. Das hatten wir schon. Danke. Ich gehe dann mal. Gute Arbeit. Weiter so. Ja, ja, gern geschehen. Da ist schon das Schild für Transport. Schade, die Tunnels kann ich nicht benutzen. Ach, guck mal, der Typ, der vorher schon stand. Jetzt ist er... Jetzt macht auch die Rüstung Sinn. Das ist dasselbe wie beim Anwerber. Blau und dann irgendwie halt... Ja, soll halt irgendeine Sonne sein. Künstlerisch wertvoll. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ja, ich bin immer bereit. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Ja, meine Freunde kommen ja mit. Passen die alle ins Shuttle? Ja, doch. Also, je nachdem, wie die aufgebaut sind, denke ich mal, 3 oder 4 sollte da kein Problem sein. Ja, wen nehmen wir jetzt mit? Also, ich will auf jeden Fall Miranda wieder dabei haben. Bei den beiden ist jetzt ein bisschen die Frage, ne? Haben wir hier Info? Ziehen Brandmunition mit schwerer Pistole und Schrotflinte. Ziel war das Hochheben. Und du kannst Verbrennung. Kannst also verbrennen ohne Muni. Und hast noch einen Kryostahl, damit die sich vielleicht nicht so schnell bewegen. Maschinenpistole, schwere Pistole.
Ich nehme Mordin mit. Nichts gegen Jacob. Was auch so ein bisschen ein Unterschied ist, in Mass Effect 1, da gab es immer so eine Übersicht. So viel Kampfkraft, so viel Biotik, so viel Technik. Das hat man hier jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir hatten doch waffenmäßig alles, ne? Genau, die Carnifex war die bessere, deswegen bleibt ihr auch dabei. Wie ist das? Hier ist dasselbe. Du hast die Handkanone Carnifex. Daher könntest du halt auch die Predator nehmen. Womit kämpft denn der Mordin? Der hat dieselben Sachen. Also bin ich der Einzige, der aktuell eine Sniper und ein Gewehr hätte. Das ist aber okay. Danke für die Fahrt. Höchste Zeit, dass sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man ihnen gesagt, gegen wen es geht? Ich sag mal nein, damit ich noch mehr erfahre. Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Na klar. Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt ein bisschen nach einer Selbstmordaktion. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Mhm. Dann möchte ich aber von dir auch ein bisschen was wissen. Die Brücke ist also der einzige Weg zu seinem Versteck? Genau. Archangel hat alle unterirdischen Gänge gesprengt und die Türen zu den unteren Ebenen versiegelt. Einige unserer Teams graben, aber das dauert zu lange. Wenn sie den Jäger wieder in die Luft bekommen, wäre das eine große Hilfe. Aber ich hoffe darauf, dass das Infiltrationsteam seinen Job macht und wir alle nach Hause gehen können. Was für ein Jäger denn? Sie haben einen Jäger eingesetzt, um einen einzigen Typen auszuschalten? Ja. Und Archangel hat ihn abgeschossen. Er hat ihn nicht zerstört. Aber er wusste genau, wo er ihn treffen musste, um ihn außer Gefecht zu setzen. Der Kampf war nicht besonders fair. Wenigstens nicht für uns. Wow, das scheint ja echt ein ganz harter zu sein. Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Wie genau kommt man da jetzt rüber? Oder wer kam über die Brücke? Wie sind sie denn so nah rangekommen, ohne gesehen zu werden? Mehr Ablenkung. Tarek hat einen Jäger eingesetzt, um Archangel zu beschäftigen. Ein paar Männer haben es bis in sein Versteck geschafft, bevor er den Jäger runtergeholt hat. Aber die sitzen jetzt dort fest. Wir müssen dafür sorgen, dass Archangel sich nur auf die Brücke konzentriert, damit er sie nicht findet und ausradiert. Wollen wir mal sagen, ist das nicht ein bisschen sehr offensichtlich? Also wenn ich irgendwo eingesperrt bin, da ist eine Brücke und trotzdem kommen die ganze Zeit Leute rüber. Dann würde ich mir auch denken, dass das passiert, damit ich abgelenkt bin. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik. Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einem Freischaffenden zu reden. Ach ja, ich bin das mittlerweile gewohnt hier auf Omega. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Ach ja, das wird schon alles klappen. Reinkommen ist ganz einfach, rauskommen eher problematisch. Ja, schauen wir dann, wenn wir drin sind, ne? Wir sollten ihn erstmal finden, dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Oh, müssen wir zu Sergeant Kafka gehen, an der dritten Barrikade. Machen wir gleich. Vorher gibt's aber mal wieder ein bisschen Geschichte für euch. Denn hier. Die Allianz. Ein politisch-ökonomischer Pakt für gemeinsame koloniale Sicherheit ist die zentrale galaktische Institution der Menschen. Sie wurde im Jahr 2165
assoziiertes Mitglied des Citadel-Rats und übernahm 2183 unter dem Vorsitz des früheren Botschafters Donald Udina die Führung. Viele Spezies betrachten die Menschheit als Schurkenrasse und sehen den Sieg von 2183 infolge des Angriffs auf Eden Prime als brutale und kalkulierte Opferung militärischer Rivalen. Die Menschen hätten den militärischen Sieg zu einem politischen umfunktioniert und würden ihre Mitgliedschaft nur einem gewaltsam entvölkerten Rat verdanken. Aufgrund der zentralen Rolle des Spectres Shepard bei der Rettung des Rats gehen zahlreiche Analysten davon aus, dass es künftig mehr menschliche Kandidaten für den Spectre-Status geben wird, wodurch die Menschen für den galaktischen Frieden noch bedeutsamer werden. Weil sie in Jahrzehnten erreicht haben, worauf andere jahrhundertelang warten mussten, zumal durch einen derart blutigen Konflikt, werden die Menschen in der gesamten Galaxie von vielen angefeindet und gefürchtet. Das stimmt nicht so ganz mit den Entscheidungen, die ich in Mass Effect 1 getroffen habe. Ich konnte ja damals den Rat sterben lassen oder retten. Und ich habe ihn gerettet. Das ist schade. Das ist halt hier ein bisschen anders. Und was haben wir hier noch? Direkt nach dem Erstkontaktkrieg warnte ein anonymes Manifest im Extranet davor, dass ein Versuch von Aliens, die Menschheit auszurotten, unausweichlich sei. Das Manifest forderte eine Armee, einen Cerberus, der zum Schutz vor einer Invasion am Charon-Portal Wache stehen sollte. Das Manifest wurde als Überlebensphrasen eines Unbekannten bezeichnet und verschwand samt seines anonymen Autors bald wieder aus den Medien. Aber im Jahr 2165 stahlen Terroristen Antimaterie von der SSV Geneva und der einzige dabei festgenommene Täter sagte, er arbeitete für Cerberus. In den nächsten 15 Jahren waren Cerberus-Agenten angeblich verantwortlich für Attentate auf Politiker, die Sabotage von E-Zero-Frachtern und die Durchführung bestialischer Experimente an Aliens und Menschen. Während viele behaupteten, es ginge dabei um die Vorherrschaft der Menschen, behauptet Cerberus, Ziel sei lediglich das Überleben der Menschheit. Antiterror-Spezialisten spekulieren, ob Cerberus womöglich unter neuer Führung steht. Denn seit kurzem haben sich die Aktivitäten hauptsächlich auf das Ansammeln von Schiffen, Agenten und Waffen konzentriert. Der Unbekannte, ob nun er, sie oder mehrere Personen, verschleiert seine Finanzen durch zahlreiche Strohfirmen. Kaum jemand bezweifelt, dass er jederzeit töten würde, um seine Tarnung zu wahren. Ja, jetzt wissen wir endlich auch mal, für wen wir arbeiten. Das über einen Unbekannten, da gab es auch noch einen Abschnitt, den hören wir uns aber erst beim nächsten Mal an. Und dann werden wir uns auch hier dem Anschluss gegen Archangel zum Schein anschließen, damit wir zum Glück kommen. Wenn der wirklich so hart ist, dass er hier ganze Armeen aufhält, dann ist er auf jeden Fall eine große Hilfe. Und das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an.